Okay, Zug beenden. Okay, die sind vielleicht wirklich so fies. Natürlich hat er alle verfehlt. Wäre es auch anders möglich? Okay, setz mal dein Ausweichen ein. Zumindest für diese Runde. Damit ich mir da keine Sorgen machen muss. Okay, das ist die Vergiftung. Der wird vom Basilisten zerstört. Das passt. Okay, zu Berlin. Oh, mehr Schaden. Mehr Schaden gefällt mir gar nicht. Aber sowas von nicht. Okay, 4 Stück. Magische Vergiftung. Ach komm schon. Okay, mit dem Basilisten muss ich mir jetzt da weniger Sorgen machen. Okay, zack. Besiegt.
da muss ich mir wirklich weniger Sorgen machen. Die habe ich alle in der Hinterhand. Okay, wir haben es geschafft. Ah, okay, also die Geister muss ich gar nicht töten, wenn ich vorher alle anderen besiege, dann sind die Geister automatisch weg. Okay, das ist sehr gut zu wissen. Jetzt kommen sie von zwei Seiten. Wir gehen definitiv nochmal hier rein. Oh, der hat immer noch was zum Reden. Willkommen im Orukalkum, Kommandant. Das scheint alles ein bisschen zu bequem zu sein. Was? Dass du nicht tot bist? Hat die Situation trotz oder dank deiner Bemühungen überlebt? Vielleicht war diese ganze Verwüstung nur zum Besten. Denk doch mal nach. Du hast göttliche Kräfte geweckt und eine neue Welt kann erblühen. Was kann man nicht lieben, Vater? Boah, ganz düster hier. Ganz, 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 ganz düster. Okay, ich würde dich, wenn ich ehrlich bin, gerne auch zum Bogenschützen machen. Weil der Bogenschütz einfach tausendmal besser ist. Fernkampf. We won. Ja, okay, hier. Ist noch früh genug, dass das mit der Erfahrung gut ist. Ausweichen plus Bewegung. Ja, für die Bewegung wäre es das eigentlich wert. Physische Schaden. Tägliche Gesundheit, das ist auch gleich Ausrüstung. Deswegen nehme ich's. Ja. Mit Resistenzreduzierung mache ich, glaube ich, nichts falsch. Aktionspunkt. Da überlege ich nicht mehr. Das wird hundertprozentig immer genommen. Tägliches Mana. Okay, wird vergiftet. Das muss jetzt nicht sein. Aber hier Ausweichen und Bewegung. Das ist auch schon fast ein Muss. Einfach weil es richtig sinnvoll ist. Okay. Ja, na. Auf isolierte 40% Zuverlässigkeit. Ja. Das ist gut. Aufleveln. Mehr Mana. Danke. Habe ich definitiv gebraucht. Mana ist auch Schaden, deswegen. Einfach nur spitze. Noch einmal. Ja, okay. Isolation nehme ich. Okay, einmal Everyone. Okay. Ich hätte hier die Pistole. Oh, der Vorschlaghammer, das wäre eigentlich ganz cool für den nächsten, den ich denn hätte. Aber ich kann das Ausbreitung theoretisch nehmen für meinen Gifttypen. Ich könnte jetzt aber auch mal ein bisschen auf Magier gehen, statt immer auf meinen Gifttypen, weil hier mit Resistenz und weniger Schaden ist auch ziemlich cool.
Vielleicht gehe ich auf einen Druiden und einen Magier? Dann ist der nächste, der ich kaufe, hier so ein Magier? Ich kann es ja mal testen. Ich könnte es testen, ja. Ja, komm. Für den nächsten. Für den nächsten. Okay. Definitiv. Doch, doch. Die Mischung aus dem und denen sind einfach super, weil die... Der isoliert alle und er kann die Isolierten alle angreifen. Du und du sind auch nicht schlecht. Okay, die Frage ist jetzt. Verbessere ich das einfach mit Geld, dass ich mehr Geld habe nächste Runde? Eigentlich wäre das schlau. Deswegen mache ich es auch. Mehr Geld ist am Anfang halt wirklich top. Hier, guck, 20... bekomme ich 40. 20 bekomme ich 40. Dann könnte ich jetzt nochmal ein Haus bauen. Noch ein Haus. Dann 20 und 40. Ja, 50. Fast. Ja, fast. Nicht ganz, leider. Arbeiter und Material. Okay, Basilist. Zack. Zack. Ein 35. 35. Und für die Zukunft ja auch. Dann habe ich noch 29 übrig. Ich hätte gerne, wie gesagt, in jeder Ecke 4 Stück. Das ist das Optimalste. Nebenbei, oha, geht das lange. Oha. Das sehe ich ja jetzt erst. Guck mal, wie lange diese Nacht geht. Okay, wir haben einiges zu tun. Okay, Phase beenden. Ja, ich bin mir sicher. Zurück in die Hölle. Da ist einer und da sind zwei. Jetzt kommen schon die ersten Elites. Elite-Gegner. Thank you.
Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe es. Da glauben tue ich da nicht dran. Und zwar 0%. Aber sowas von 0%. Geht zu Ben. Oh Gott, sind es da hinten viele. Okay, 6 Stück. Na hier, komm. Ich muss da voll drauf gehen. Zurück. Und der kann alle treffen. Oh Gott, das... ...sieht anstrengender als geplant. Aber sowas von... War nebenbei ganz schön doof von mir jetzt. Jetzt kann ich das nicht mehr zerstören. Keine Panik, keine Panik. Das ist der Großteil ihrer Streitkraft. Hoffen wir es. Wenn das nicht der Großteil ihrer Streitkraft ist, dann sind wir ziemlich am Arsch. Der hat zu viel Verteidigung. Dafür braucht er 5. Mehr als hier kann ich mir nicht leisten. Okay, ich kann aus der Entfernung noch treffen.
plus 20% ausweichen. Ja. Ich hätte ihm jetzt gerne das Ausweichen gegeben. Oh, ich hoffe, es stirbt jetzt keiner. Danke, nicht. Oh, wäre der jetzt gestorben? Ich, ja. Hätte ich ein bisschen geweint. Ich glaube, das wird ein bisschen schwer, das jetzt zu überstehen. Wenn nicht sogar unmöglich. Ehrlich bin ich, glaube nicht, dass ich das. Ohne Verluste schaffe.